Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Really? Really? Ich spiele keinen Sound. Ja, um eine Sache klarzustellen, das Spiel heißt Horror. Das Spiel heißt einfach nur Horror. Hier, da. Das Spiel heißt Horror. Mehr hat das Spiel nicht im Namen. Ich kann durch... Antimaterie-Autos. Natürlich, euch habe ich vermisst. Super, ich kann durch alles durchlaufen. Wir ignorieren einfach mal, was da gerade eben passiert ist und gehen jetzt in dieses Haus hier rein. Vielleicht gibt es da irgendwas voll krasses, interessant. Oh Gott, sieht das alles nice aus. Folgt uns der... Okay, ist mir jetzt egal. Können wir hier reingehen? Hallo? Spiel? Kann ich da rein? Ah! Klar, ich kann einfach... Natürlich, weil die Tür ist hier dafür da, dass man... Oh mein... Okay, offensichtlich ist in diesem Haus hier absolut gar nichts drin. Und das Haus ist nicht mal irgendwie in irgendeiner Form fertig designt. Nicht mal annähernd. Das ist nicht mal annähernd fertig designt. Geiles Spiel, weiter so. Ich freue mich. Oh Gott, ein spooky Geist. Bitte erschreck mich nicht. Ich kann den reinlaufen. Es passiert absolut gar nichts. Absolut gar nichts. Achtung, das ist ein Baum. Ah, okay, ne. Das ist noch ein Baum. Ah, ja, natürlich. Ist nicht so schlimm. Baum, Achtung, nicht. Ah, nicht dagegen. Ah, nicht dagegen. Dong, 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 dong. 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 Jungs, ich bin am Ende der Map. Ich wette mit euch um 5 Euro, dass ich hier runterfallen kann. Ja, ich hab gewonnen. Gib mir 5 Euro. Schaut euch mal die Map von unten an. Das ist das komplette Gebiet und nirgendwo ist irgendwas, außer das eine Haus, die ganzen Ecke, wo wir auch am Anfang herkommen. Nice. Sound! Sound! Wir spielen The Horror Forest, was in der Version 4.3 in der Alpha ist. Wir haben die Möglichkeit zwischen Ray, Help oder Release Notes. Mal gucken, was der neue Sachen gepatcht hat. Hose you up in actual flashlight in fast and hick quality settings. Simple now does not say add. Uncolored light, Nano System, Offmans. Naja, ich meine, möglicherweise ist das Spiel ja trotzdem cool. Spielen einfach mal Second Difficulty, hard. Ich spiele es auf richtig schwer. Press S. Nee, nee. Die Story. Story, Story, Story. Immer mal die Story angucken. Ist bestimmt sehr interessant und sehr wichtig. Fällt da ein Komet drauf? Bricht da eine Brücke ein? Und noch ein Auto rein. Komm, mach noch ein Auto rein. Wie viele Autos waren das? 17? Ah! Das war die Story-Erklärung. Hi. Ich will... Hä? Na? Alles klar bei dir, Thomas. Okay, gut, dann... Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Sollen wir irgendwas suchen? Null Papers. Ich muss Papers finden. Ernsthaft. Wow! Das hat mir noch gar nicht in ganz vielen anderen Spielen, dass wir irgendwo Papers finden müssen. Aber egal, machen wir das einfach mal, weil das macht Spaß und Freude und... Möglicherweise ist das Spiel ein bisschen inspiriert von Slender, aber auch möglicherweise. Und zum Glück sehen die Bäume nicht 1:1 aus wie in jedem anderen Spiel dazu. Okay, die Sounds waren gerade schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Not bad. Not bad. Ah, ein Paper-Ding. Wow, wir haben ein Paper von 8, 10, 5, 20, ich habe keine Ahnung. Ich werfe nur, dass ich jetzt ein Paper habe. Ich weiß auch nicht wofür oder warum. Oh! Ernsthaft? So ein Spiel ist es also. Nice. Da freue ich mich aber. Ein Jeff the Killer Bild. Die sehe ich richtig selten in Horrorspielen. Nee. 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 Jungs, ich bin am Ende der Map. Nice. Hey, oh, ich kann nicht drüber. Ich kann nicht drüber. Props. Hat der Entwickler ein bisschen mitgedacht. Wir können nicht runterfallen. Fun Fact, übrigens ist der Entwickler von... von dem Spiel 14 Jahre alt, hat auf seine Gameboy-Seite geschrieben. Das heißt, diesmal stimmt sogar wirklich, dass es ein Horrorspiel von einem Kind ist, in dem Fall. Aber naja, so viel dazu. Wir haben jetzt... Was war das überhaupt für ein Zettel? Was stand da überhaupt drauf? Und warum spielen wir auf schwer? Was? Und noch ein Horror-Game, was Horror-Game heißt. Nice. Sind das nicht 1:1 die Dinge aus Slender? Wirklich 1:1 die Dinge aus Slender? Ist das nicht 1:1 das Auto aus Slender? Wirklich 1:1 das Auto aus Slender? Ist das nicht 1:1 Wasser? Das, okay, im Slender gab es kein Wasser.
Oh. Ups. Oh, ja. Kann ich durchlaufen? Ah, so. Ah, ja, ach, hier auch. Ich kann überall. Ah, oh, schön. Ja, das ist ein gutes Spiel. Gutes Spiel bis jetzt. Würde ich gut bewerten, auf jeden Fall. Okay, die Map ist circa 5 Quadratmeter groß und du hast trotzdem nicht hinbekommen, alle Bäume wenigstens richtig zu platzieren. Nein, das war zu viel. Ach, hier kann ich nicht durchlaufen. Krass. Okay, und wo muss ich jetzt hin? Was muss ich jetzt machen? Muss ich irgendwas machen? Gibt es schon... Da leuchtet etwas. Mal schauen, was es da drin gibt. Bestimmt etwas sehr Spannendes. Mal sehen. Ich laufe auf das Auto zu. Hallo, Auto. Ich kann durch dich durchsehen, Auto. Warum kann ich durch dich durchsehen? Was stimmt nicht mit dir, Auto? Was ist... Ach komm, Leute, bye. Bye-bye.